Mein Name ist Tja, ich bin 28 aus Deutschland. Und ich bin Anina, 29. Wir haben uns beide für Kronen entschieden, wobei ich 20 habe machen lassen aufgrund meines Lächelns und meine Frau sich 24 hat machen lassen, 12 oben, 12 unten, bei mir 10 oben, 10 unten. Genau. Wir haben die Seite von Instagram über ein paar Instagrammerinnen, die ich schon ganz lange verfolge und die hier sehr happy waren, habe ich mich direkt in die Klinik verliebt und wir sind direkt per WhatsApp in Kontakt getreten, haben alles abgesprochen, die Eckdaten erklärt und dann hatten wir eigentlich schon innerhalb von kürzester Zeit den Termin, innerhalb von ein paar Wochen und dann ging es auch schon los. Das Einzige, was wir tatsächlich nur noch in diesem Paket, also separat dazu zahlen mussten, war... Und haben dann hier, glaube ich, nach der Behandlung, die so 3 bis 4 Stunden gedauert hat, ungefähr nochmal 1, 2 Stunden, 3 Stunden gewartet. Ja, also alles in einem ist es hier super, in einer super familiären Atmosphäre. Ganz nach dem Motto, wir sollen uns hier zu Hause fühlen. Das waren die ersten Worte, die wir gesagt bekommen haben, als wir hier in unserer kleinen Räumlichkeit saßen. Getränke, die man hier jetzt nicht so sehen kann. Wir haben hier Netflix, wir haben hier eine Playstation, also alles Mögliche, um sich möglichst wohl zu fühlen. Das ist richtig. Ja. Haben dann auch schon direkt am ersten Tag, wie gesagt, nach den Behandlungen, nach ein bisschen Wartezeit, das Provisorium bekommen, beziehungsweise das Temporary. Mhm. Konnten damit dann wieder nach Hause, haben den nächsten Tag ausgeschlafen, hatten quasi einen freien Tag und sind dann Mittwochmorgen wieder abgeholt worden vom Hotel, wieder hergebracht worden, wieder früh und haben dann quasi schon die Anprobe der komplett neuen Zähne gemacht, geguckt, jeder einzelne, wie passt der, wie sitzt der, einmal kurz befestigt, lächeln im Spiegeln, ist irgendwas schon zu hoch, zu niedrig, muss noch was geschliffen werden, muss noch irgendwas gemacht werden. War das schon der zweite Tag? Ich weiß es nicht mehr. Es verlief, wir waren insgesamt jetzt 5 Tage hier und es verlief alles so schnell, weil alles so super organisiert war, wie man das eigentlich immer nur aus Deutschland kennt. Aber was soll ich sagen, wir haben super Ergebnisse, wie man sehen kann. Wir sind super happy und ja, ich kann nichts Negatives tatsächlich hiervon mitnehmen und irgendwas Schlechtes davon sagen. Außer, dass es genau das ist, was es im Internet eben auch aussagt. Klingt jetzt fast gekauft, aber es ist tatsächlich so. Ja, wir sind einfach super zufrieden mit unseren Zähnen. Ich glaube, das sieht man uns auch einfach an. Perfektion wird ja auf jeden Fall auch noch wirklich gut durchgetaktet. Die Wartezeiten, die man hat, kann man wirklich entspannt getrennt in einem Raum für sich verbringen. Mit Netflix, mit seinem Handy oder sonst was. WLAN ist hier auch frei. Und ansonsten ist hier einfach alles super professionell. Die Ärzte sind alle super freundlich, achten darauf, dass es einem gut geht und man nicht zu viele Schmerzen hat, wenn man die haben sollte. Das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Bei mir war es die meiste Zeit super entspannt. Bei meiner Frau zwischendurch nicht ganz so entspannt. Ja, ich hatte sehr empfindliche Zähne und brauchte daher sehr, sehr viele Injektionen gegen die Schmerzen. Ja. Aber das war alles gar kein Problem hier. Und am Ende des Tages war es das wert, oder? Auf jeden Fall. Also ich würde es definitiv wieder machen, hätte ich meine alten Zähne. Ja, auch bei Smile Dental. Ich hatte keine super schlechten Zähne, aber die Zähne, die ich jetzt habe, sind um Welten besser und schöner. Und ja, natürlich, weil es mein Kind ist.